Ihr wisst wahrscheinlich, ich bin kein Fan von Startmenü-Modifizierungsprogrammen. Also Programme, die das Startmenü von Windows 11 ersetzen, wie zum Beispiel Start 11 oder Start is Back oder Classic Shell oder wie sie alle heißen. Und Microsoft selbst empfiehlt solche Programme grundsätzlich nicht, liefert uns aber in Windows 11 tatsächlich eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Startmenü aller Zeiten. Dementsprechend ist es logisch, dass sich viele Nutzer nach Alternativen sehnen und ich verstehe auch ganz ehrlich den Anreiz solcher Programme. Start 11 zum Beispiel ist ein echt hübsches und benutzerfreundliches Tool zur Modifizierung des Startmenüs. Start is All Back und Start is Back und so weiter sind ebenfalls nützliche und durchaus bessere Startmenüs als das, was uns Microsoft eben in Windows 11 ausliefert. Das Problem ist, keines von diesen Programmen ist wirklich perfekt und ich habe einige von denen ausprobiert und ich bin wirklich nicht mit irgendeinem von denen warm geworden. Die Stabilität ist nicht wahnsinnig fantastisch, vor allem ist es nicht vergleichbar zu der Stabilität des offiziellen integrierten Startmenüs von Windows 11. Und auch schon kleine Updates am Windows Explorer oder am Startmenü können schwere Probleme mit diesen Programmen verursachen. Und ich weiß, diese Programme sind besser geworden in der letzten Zeit, aber sie können nicht ready sein für jede einzelne kleine blödsinnige Veränderung oder Idee, die Microsoft am Code des Startmenüs oder eben am Windows Explorer verändert. In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit diesen Startmenüs und es gab zwar keine wirklich schwerwiegenden und unlösbaren Probleme, wie zum Beispiel Bluescreens oder Systemabstürze, aber diese Programme sind oft verantwortlich für kleinere Probleme, die Nutzer dann immer wieder haben, im Zusammenhang mit dem Windows Explorer, im Zusammenhang mit dem Startmenü, aber auch generell mit der Stabilität des Systems. Microsoft hat genau aus diesem Grund kürzlich damit angefangen, diese Startmenü-Modifizierer-Programme unter Windows 11 zu blocken. Das wird dann tatsächlich mit dem nächsten Update, mit Windows 11 24H2, auch in die Tat umgesetzt und dann werdet ihr diese Startmenü-Modifizierer quasi nicht mehr starten können. Grundsätzlich bin ich da nicht wirklich ein Fan davon und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen problematisch, dass da die Nutzerfreiheit quasi auf diese Weise etwas eingeschränkt wird. Aber auf der anderen Seite können solche Programme halt auch wirklich schwerwiegende Fehler verursachen, die für Nutzer halt teilweise unlösbar sind und die tatsächlich sonst nicht da wären, wenn man eben nur das offizielle Startmenü von Microsoft verwendet. Und wenn ich das halt erlebe, dass Leute deswegen ihre PCs einfach gar nicht mehr nutzen können, weil eben ein Programm direkt nach dem Start abstürzt und einen schwarzen Bildschirm hinterlässt oder so, dann verstehe ich Microsofts negative Perspektive auf diese Programme ganz ehrlich durchaus. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt vielleicht sogar einen Mittelweg, ein Startmenü-Modifizierungsprogramm, wo meine Bedenken und die von Microsoft etwas geringer sind als bei anderen Tools. Es handelt sich hierbei um den Start Menu Styler von Windhawk. Windhawk ist eine Mod-Sammlung für Windows 10 und Windows 11. Es ist ein Open-Source-Programm und es enthält zahlreiche verschiedene Modifizierungen für Windows von verschiedenen Entwicklern. Alle Mods darin sind ebenfalls Open-Source und wenn ihr euch Sorgen macht, dass da vielleicht was krumm sein könnte, dann könnt ihr den Code direkt im Programm selbst inspizieren. Windhawk haben wir schon in der Vergangenheit mal vorgestellt in einem Video, wo es um die Taskleisten-Labels sowie die Entgruppierung ging, die es in Windows 11 eine Zeit lang nicht gab und die konnte man tatsächlich mit Windhawk einfach wiederherstellen. Ein sehr praktisches kleines Programm. Heute reden wir aber über den Start Menu Styler, der ebenfalls Teil von Windhawk ist. Ihr müsst dafür natürlich Windhawk von der offiziellen Seite herunterladen. Wir haben die unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt und dann einfach installieren. Und wenn ihr das getan habt, dann geht ihr einfach zum ersten Tab rechts zu durchsuchen, um eben nach Modifizierungen zu suchen. Hier suchen wir einfach nach den verfügbaren Mods für unseren PC und wir geben in der Suchleiste Start Menu Styler ein und öffnen halt dann den Eintrag dazu. Hier könnt ihr dann diese kleinen Modifizierungen einfach installieren. Und wenn ihr den Start Menu Styler installiert habt, dann geht ihr hier einfach auf Details und ihr findet dann direkt eine ziemlich ausführliche Anleitung, wie ihr das Tool benutzen könnt. Hier seht ihr auch den sehr praktischen Start Menu Styling Guide verlinkt, wo bereits einige Modifizierungen dokumentiert sind für das Startmenü. Es fehlt allerdings hier noch eine sehr detaillierte Dokumentation dazu und wenn ihr ein eigenes Design haben wollt, das ihr selber nach euren eigenen Wünschen erstellen könnt, dann müsst ihr ein bisschen mit dem UWP Spy Tool rumspielen. Uns reichen allerdings für dieses Video erstmal die vorhandenen und bereits einigermaßen gut dokumentierten Möglichkeiten aus dem Styling Guide.
Wenn ihr euch es sehr bequem machen wollt, dann könnt ihr auch einfach die vorhandenen Templates benutzen und einfach den Code davon einfügen. Diese Vorlagen findet ihr im Start-Menü-Styler unter Themes und dort finden wir dann 3 bis 4 Optionen aktuell. Dazu kopiert ihr euch den Code von GitHub einfach raus und fügt diesen unter Erweitert bei den Mod-Einstellungen ein. Dann übernehmen wir die Änderungen mit Speichern und schon habt ihr ein anderes Design für euer Startmenü angewendet. Es ist so simpel. Aktuell gibt es da noch recht wenige Möglichkeiten, aber je mehr Zeit vergeht und je mehr Entwickler damit rumspielen, desto mehr Themes werden auch mit der Zeit dazukommen. Alternativ dazu könnt ihr natürlich die Styles auch selber in den Einstellungen anpassen. Der Start-Menü-Styler in Windhawk funktioniert nämlich so, dass es unterschiedliche Styling-Attribute des Startmenüs euch quasi modifizieren lässt. Es ersetzt tatsächlich nicht das Startmenü von Windows 11 durch ein anderes, wie das zum Beispiel andere Programme machen, wie Start 11 und so weiter und so fort, sondern ihr bearbeitet lediglich den Style des bereits vorhandenen offiziellen und in Windows 11 integrierten Startmenüs. Ihr verändert zum Beispiel die Anordnung verschiedener Elemente, ihr klappt die App-Liste woanders auf, ihr könnt einfach Buttons von einem Ort zum anderen Ort verschieben und so weiter. Also ihr bearbeitet quasi das Startmenü, als würdet ihr eine Webseite mit Inspect Element untersuchen und dann irgendwelche Attribute dort verändern. Zum Beispiel könnt ihr damit einfach die Liste der angepinnten Apps verändern, verschieben und auch die Labels davon entfernen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch den Empfohlenbereich komplett entfernen und ausradieren, wenn ihr den nicht haben wollt. Nachdem ihr jetzt Microsoft dort Werbung in den Empfohlenbereich implementieren will, wird dieser für immer weniger Nutzer ganz ehrlich relevant sein. Und mit dem Start-Menu-Styler könnt ihr den Empfohlenbereich tatsächlich komplett ausradieren. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich großartig. Außerdem, wenn euch die Suche im Startmenü zum Beispiel stört, dann könnt ihr auch die Suchleiste entfernen. Denn die Suchleiste ist eigentlich ziemlich unnötig, weil ihr könnt ja natürlich einfach in Windows sofort mit dem Tippen beginnen, wenn ihr das Startmenü öffnet. Ihr könnt also damit ein Startmenü ganz nach euren eigenen Wünschen zusammenbauen. Und dafür finde ich den Startmenü-Styler ehrlich gesagt ziemlich großartig. Wobei ich persönlich finde 2 oder 3 von diesen Templates schon gut genug und es gibt da meiner Meinung nach keine Notwendigkeit mehr, die mehr zu verändern. Mir gefällt das ganz ehrlich am meisten, wenn die App-Liste einfach links oder rechts im Startmenü eben angepinnt ist und dann muss ich halt keinen extra Knopf drücken, um in Windows 11 die App-Liste aufzurufen. Und das gibt mir ein bisschen mehr das Look and Feel vom Windows 10 Startmenü halt in Windows 11, damit ich die App-Liste einfach gleichzeitig noch im Startmenü habe. Das gefällt mir am besten. Aber nun zur Preisfrage. Wie stabil ist die ganze Geschichte? Also, nachdem es tatsächlich nicht das Startmenü durch andere Software ersetzt, wie zum Beispiel Classic Shell oder Start 11 oder so gut wie jeder andere, tatsächlich jeder andere Startmenü-Modifizierer, sondern tatsächlich nur das bestehende Startmenü in Windows 11 mit wenigen Style-Attributen verändert, sollte Windhawk eigentlich keine allzu großen Probleme machen. Aber ihr könnt damit tatsächlich auch mit einem falschen Befehl nicht das Startmenü kaputt machen oder den Explorer crashen, denn ihr werdet tatsächlich nur das Layout kaputt machen und nicht das Startmenü selber. Während ein kaputtes Layout jetzt quasi keine optimale Darstellung des Startmenüs bedeutet, so ändert das tatsächlich nichts an der Stabilität des Startmenüs. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt und komplett weirde und dumme Sachen versucht mit dem Startmenü und es hat weiterhin korrekt funktioniert und wurde ohne Probleme ausgeführt, nur eben mit dem veränderten Style, der halt dann in dem Fall nicht nützlich war oder nicht nutzbar war. Wenn ihr einen Button, zum Beispiel den Alle Apps Button, außerhalb des Startmenüs verschiebt, dann wird er halt nicht angezeigt. Dann könnt ihr halt nicht drauf klicken. Ihr werdet, wenn ihr ein bisschen damit rumspielt, relativ schnell sehen, wo die Grenzen davon sind, aber Stabilität ist tatsächlich meiner Erfahrung nach bisher kein Problem davon. Wenn allerdings Microsoft in Zukunft mal kleinere Änderungen am Startmenü oder am Code des Startmenüs vornimmt, dann könnte das tatsächlich auch euer Layout dann beeinflussen und vielleicht das eine oder andere Problem verursachen. Ihr müsst dann allerdings nicht viel mehr machen, als einfach den Code aktualisieren in Windhawk, wenn eben zum Beispiel sich ein Style-Attribut im Namen verändert hat oder ein gewisses Element an eine andere Stelle gewandert ist im Startmenü, dann müsst ihr eben den Code anpassen, neu erneut speichern und dann ist die Darstellung wieder in Ordnung.
Microsoft plant zum Beispiel mit dem 24H2-Updates auch Widgets wieder ins Startmenü zu implementieren. Nachdem man mit Windows 11 die Live-Tiles aus Windows 10 entfernt hat, kommen jetzt Widgets wieder. Empfinde ich ehrlich gesagt nicht wirklich als eine wundervolle Implementierung, aber das könnte zum Beispiel eine Änderung sein, die dann ein bisschen Probleme machen wird in WinTalk, aber wie gesagt, es sollte nicht die Stabilität betreffen und bis ihr ein Update ausrollt oder beziehungsweise bis ihr den Code verändert, könnt ihr einfach die Änderungen wieder rückgängig machen und einfach das normale Startmenü benutzen. Diese Modifizierungen auf diese Art und Weise sollten daher keine Probleme mit der Stabilität verursachen und ich habe das Programm jetzt tatsächlich ein paar Wochen lang schon im Einsatz und es fühlt sich wirklich an, als wäre es das native Startmenü von Windows 11 und das kann euch tatsächlich kein anderes Startmenü bieten. Meiner Erfahrung nach ist auch Start 11 nicht derart stabil wie das offizielle Startmenü von Windows 11, das man halt mit ein paar Style-Attributen ein bisschen modifiziert hat. Ich frage mich ganz ehrlich, warum Microsoft das, wenn es halt so einfach ist, warum man das nicht von Anfang an, von Tag 1 in Windows 11 so implementiert hat, dass man zum Beispiel einfach die App-Liste hier angeboten hat oder zum Beispiel das Startmenü auch ein bisschen modifizierbarer gemacht hat. Also ich verstehe nicht, warum das tatsächlich nicht ein System-Feature ist. Es ist aber mit diesen Modifizierungen ebenfalls genauso flott und stabil, wie man das eben von seinem normalen Startmenü, vom offiziellen Startmenü in Windows 11 erwartet. Denn im Grunde ist es einfach das Startmenü, das eben mit Windows 11 ausgeliefert wird. Daher kann ich den Startmenü-Styler in WinTalk durchaus allen empfehlen, die das Windows 11 Startmenü genauso mies finden wie ich zum Beispiel, aber gleichzeitig das native und flüssige Feeling, das man eben nur bekommt, wenn man das offizielle Startmenü verwendet, nicht missen will. Es ist meiner Meinung nach die aktuell beste und am wenigsten intrusive Möglichkeit, das Windows 11 Startmenü zu modifizieren, ohne eben allzu große Änderungen bzw. überhaupt wirkliche Änderungen am System vorzunehmen. Aber auch hier, wie gesagt, bei solchen Dingen solltet ihr immer ein bisschen vorsichtig sein und installiert auch WinTalk vielleicht nicht unbedingt auf den Laptop eurer Großeltern. Die Leute vertrauen solchen Startmenü-Modifizierungsprogrammen oft viel zu schnell, weil sie halt auf den ersten Blick echt hübsch und vertrauenswürdig und schön aussehen und besser aussehen als das Startmenü von Windows 11, aber sie können langfristig tatsächlich Probleme machen. Und obwohl ich es besser finde als andere Startmenü-Modifizierer, würde ich auch das jetzt nicht ganz ohne Gewähr empfehlen und ich würde trotzdem aufpassen, was ihr macht. Und ihr solltet das vielleicht nicht Leuten installieren oder anderen Leuten installieren, die etwas weniger PC-Erfahrung haben als vielleicht ihr selbst, der ja offenbar ein WindowsArea.de-Abonnent ist. So, das war's auch schon von mir und von diesem Video. Wenn ihr bisher noch kein WindowsArea.de-Abonnement habt und gerne ein fortgeschrittener Nutzer sein wollt, dann drückt auf jeden Fall unten auf den Subscribe-Button, abonniert gerne unseren Kanal für noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um Windows. Und wenn ihr Probleme haben solltet mit eurem Startmenü oder ihr Kaufberatung braucht und mich gerne was fragen möchtet, dann schreibt mir gerne im WindowsArea.de-Forum unter WindowsArea.de/Forum, wo ich selbst, aber auch unser großartiges und echt fantastisches Moderatorenteam euch gerne bei euren Problemen hilft. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.